Guten Abend. Wir möchten erstmal Verwandte grüßen. Ich grüße meine Schwester Kati, meinen süßen Neffen, den kleinen Krishna, meine Eltern Achim und Inge und den Husatsch. Wir grüßen auch. Ja, wir winken hallo. Schön. So, wir starten eine, wir machen eine Serie weiter, indem wir Meisterenergien wertschätzen. Und warum? Ein paar Worte. Wir wissen, dass die Welt, dass das innere Leben oft sich in Religionen aufteilt, was von vielen Menschen abgelehnt wird, weil sie sagen, ich möchte selbst in die Wahrnehmung gehen. Ich entscheide, mit wem ich mich verbinde. Und unabhängig von dem Land, wo ich wohne. Und es gibt natürlich da nicht nur Religionen, sondern auch Menschen, die sagen, okay, ich bin diese Energie, ich bin dieser Erzengel oder diese Meisterenergie. Aber wir wissen, dass die Zeit gekommen ist, wo sich jeder verbinden kann. So, es gibt natürlich die, die das regelmäßig machen und zur Verfügung stellen, das ist ein Dienst, aber diese Freiheit jedem zu geben, dass er sich verbinden kann, dass jeder verbunden ist, aus der Sicht der eigenen Biologie, alle Menschen und Helden, die für diese Erde was geleistet haben, die sind noch gespeichert, sowohl in das Erdmagnetfeld, wie in unsere Körper, in der Natur und, und. Und diese Energien sind wir auch, so wie wir auch, ich bin auch mein Vater, meine Großmutter, das sind wir und das, ich glaube, steht nicht zur Diskussion und zur Debatte. Und deswegen diese Einladung, heute jetzt haben wir Annette gebeten, du mit deiner bist verbunden mit Pallas Athene, eine wunderbare Energie, das ist die, die auch zum Beispiel die Freiheitsstatue in New York repräsentiert. Damals hatten sie noch gute Absichten. Ich weiß nicht, was Pallas Athene jetzt vor New York macht. Gut. Und wir machen kleine Schritte, indem wir durch Annette, durch jetzt Ines oder Araceli oder jemand anderen, dass wir uns mit diesen Energien verbinden und ein bisschen meditieren, um zu zeigen, dass es einfach ist, dass es easy ist und dass es jeder kann. Und man kann ein paar Worte sagen, Annette, wenn sie möchte, und dann sind wir ein bisschen mit ihr still. Sie breitet diese Energie aus, hier im Netz, es gibt keine Kamera, es gibt keine Antennen. Die Realität ist, sind die sogenannten morphogenetischen Felder, die Natur und die Biologie, die alles transportieren. Ob wir es wissen oder wollen oder nicht. Okay, dann viel Spaß. Ja, gerne. Ja. Also ich sage jetzt noch was. Ich bin etwas aufgeregt durch die Kamera. Ich sitze nicht gerne vor Kamera. Und doch sitze ich jetzt hier. Habe mich dazu entschieden. Für mich ist alles Bewusstsein. Und in dem Bewusstsein bin ich mit allem verbunden. Mit Sabine, mit Romy, mit Pflanzen, mit Bäumen. Das ist für mich nicht getrennt. Und genauso gut kann ich auch mit Energien verbunden oder bin verbunden mit Energien, die
von aufgestiegenen Meistern oder Erzengeln oder mit meinen Ahnen, die verstorben sind. Diese Verbundenheit spüre ich jeden Tag im Herzen. Und ja, ruf jetzt Pallas Athene. Lad sie hier ein und lass sie einfach spüren, ne? Also, dass wir sie hier spüren. Was ich von ihr, das möchte ich jetzt nochmal mitteilen, das, was ich von ihr kennengelernt habe, ist, dass sie eine Energie hat, die ganz entschlossen ist, die mutig ist, die schnell handelt. Und die Kämpfe oder Streitigkeiten so löst, indem sie mit intuitiver Weisheit wirkt. Genau, und sie ist noch viel mehr. Ja. Und ich würde jetzt für 10 Minuten in dieser Verbundenheit mit allen und mit ihr jetzt in Meditation gehen.
Das ist so wunderschön, dass es schwierig ist zu unterbrechen. Danke für diese Tiefe, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Oh ja. Danke. Das ist unglaublich, ne? Es hat leider auch ein paar Unterbrechungen gegeben, ich glaube, der Gruß gekommen ist. Das sind solche starke Energien. Ich werde jetzt den Stream stoppen und neu starten. Und bis gleich. Ne? Vielleicht kurze Rückmeldung. Ja. Ja, vielen Dank für das schöne Eintauchen dir. Und ich habe, weil du sagst Unterbrechung, und ich habe das auch so gefühlt, es war eine totale Tiefe und dann gab es immer Unterbrechung, wo ich in irgendwelche komische Gedanken, dann war ich so weg, also sogenannte Unterbrechungen. Und dann aber ganz schnell wieder, also das ging immer so hin und her. Genau, so ging es, ja. Ja, interessant. Ja. Und dann habe ich die einhüllende, gnadenvolle Energie gespürt von Pallas Athena, dass sie, also der Raum wurde immer weiter, weiter, weiter. Und dass sie einfach so lassen konnte, ne? Zwar immer wieder mal so einen kurzen Zack oder so, so was ganz Sanftes und gleichzeitig was Klares, wo ich dann wieder eintauchen konnte. Sowas, ja, sowas Umhüllendes. Und also ich habe mich sehr, konnte mich da richtig reinlehnen. Sowas Besänftigendes und gleichzeitig aber sowas ganz Starkes. Und dass sie da nichts wertet und nichts einfach sein lässt. Sein lässt und dadurch besteht die Möglichkeit von innen heraus, so habe ich das Gefühl, den Raum weiterzulassen. Ne? Also ich muss ja jetzt irgendwie so und ich sollte jetzt still und das ist, fällt irgendwie alles weg. Es zerbröckelt alles, irgendwie so und so sein zu müssen. So wie ich es jetzt im Worte. Es war also ganz schön. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hast du was? Naja, also als Resonanz fällt mir jetzt hier auf, dass sie auch als Schutzgöttin bezeichnet wird. Ah. Für Heim, Kinder, Familie, Städte, Wohnorte, Häuser. Ne? Ja, das passt. Und für mich ist sie einfach von der Energie her einfach klar, direkt. Ohne Umschweife. Und alles wird da erledigt. Ne? Also es bleibt nichts Unerledigtes. Ne? Ja. Wie der Raum, diese Stille, wäre sehr unglaublich. Ne? Okay, ich möchte eure Zeit nicht strapazieren. Doch.